In diesem Video schauen wir uns das ganze Thema Totalüberschussprognose für selbstständige Tätigkeiten ein wenig genauer an. Was ist das Ganze eigentlich? Grundsätzlich bist du mit deiner Selbstständigkeit ja steuerpflichtig. Viele Leute denken, dass das Wort steuerpflichtig irgendwas Negatives ist. Muss es aber gar nicht sein. Steuerpflicht bedeutet nämlich gleichzeitig, dass du alle Kosten, die du im Zusammenhang mit deinen Einnahmen hast, auch geltend machen kannst. Und das kannst du auch machen, wenn du Verluste machst. Das heißt, wenn du gerade gründest beispielsweise, noch nicht so richtig viele Umsätze hast und viel höhere Kosten hast, dann machst du rechnerisch, kleiner Umsatz, viele Kosten, machst du einen Verlust. Und wenn deine Selbstständigkeit steuerpflichtig ist, was sie in der Regel ist, dann hast du halt einen Verlust und einen Verlust in der Steuererklärung. Der Vorteil ist, dass du diese Verluste mit anderen Einkunftsarten verrechnen kannst. Ich mache dir ein relativ simples Beispiel. Wenn du 50.000 Euro Bruttogehalt als Angestellter verdienst und dann machst du dich nebenberuflich selbstständig und da musst du erstmal investieren und die Umsätze kommen nicht so schnell und machst in deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit 10.000 Euro Verlust, dann kannst du das Ganze in deiner Steuererklärung tatsächlich verrechnen. Und weil du in deinen Gehaltsabrechnungen von deinem Job, wo du 50.000 Euro im Jahr verdient hast, ja schon Lohnsteuerabzüge hast, Lohnsteuer ist übrigens das gleiche wie Einkommensteuer, deswegen hast du ja die ganze Zeit schon Steuern gezahlt, als wenn du 50.000 Euro in diesem Jahr verdient hast. Und wenn du jetzt die Steuererklärung machst und du das verrechnest mit 50.000 Euro Bruttogehalt minus 10.000 Euro Verlust aus Selbstständigkeit, hast du ja nur 40.000 Euro verdient. Das heißt, du hast 10.000 Euro zu viel versteuert. Wenn dein Steuersatz bei 30% liegt, dann kriegst du halt eine Steuererstattung von 3.000 Euro. Das heißt, Verluste können steuerlich ziemlich attraktiv sein. Und auch die Steuerpflicht, weil mit der Steuerpflicht hast du überhaupt erst die Erlaubnis, Verluste zu generieren und abzusetzen. Du bekommst allerdings ein Problem, wenn du mit deiner Selbstständigkeit nur noch Verluste machst, über Jahre hinweg. Also wenn du dieses Jahr gründest und die nächsten 5 Jahre immer nur Verluste machst, dann kommt das Finanzamt irgendwann und sagt, Kollege, du machst ja mit deiner Selbstständigkeit nur Verluste. Was ist daran denn selbstständig? Selbstständigkeit ist eine nachhaltige Tätigkeit mit der Absicht, Gewinne zu erzielen. Was ist denn jetzt hier los? 5 Jahre nur Verluste. Planst du noch Gewinn zu machen? Das heißt, das Finanzamt unterstellt dir, dass das keine richtige Selbstständigkeit ist, sondern dass das Ganze ein Hobby ist. Das Finanzamt benutzt nicht das Wort Hobby, sondern das Finanzamt benutzt das Wort Liebhaberei. Und wenn du dieses Wort hörst, dann sollten gleich alle Alarmglocken bei dir schrillen. Denn Liebhaberei bedeutet, das Finanzamt spricht dir ab, dass du da selbstständig tätig bist. Und das bedeutet, dass deine Einkünfte aus so einer Liebhaberei nicht mehr steuerpflichtig sind. Bedeutet auch gleichzeitig, du darfst keine Kosten mehr absetzen und du darfst auch keine Verluste steuerwirksam irgendwie anrechnen. Über das ganze Thema Liebhaberei habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Das verlinke ich dir einmal oben rechts. Du kannst dich gegen diesen Vorwurf nur auf eine Art und Weise wehren. Und zwar musst du dem Finanzamt glaubhaft machen, dass du mit deiner Selbstständigkeit insgesamt Gewinne machen wirst. Und hier kommen wir zum ganzen Thema, um das es auch in diesem Video gehen soll, und zwar zu der Totalüberschussprognose. Das Problem bei Liebhaberei ist nämlich, dass das Finanzamt nicht nur sagt, naja, ab jetzt ist es keine Selbstständigkeit mehr, sondern auch alle Jahre in der Vergangenheit korrigiert. Das heißt, wenn das Finanzamt nach 3 Jahren Selbstständigkeit entscheidet, dass seine Selbstständigkeit keine Selbstständigkeit mehr ist, sondern eine Liebhaberei, dann wird dir nicht nur untersagt, ab heute keine Kosten mehr anzusetzen und keine Verluste mehr verrechnen zu können, sondern auch rückwirkend für alle letzten Jahre. Und wir hatten ja schon ein Beispiel, in dem ich 3.000 Euro Steuern pro Jahr gespart habe. Wenn ich das jetzt 3 Jahre rückwirkend nachzahlen muss, bedeutet das eine fette Steuernachzahlung von 9.000 Euro. Und deswegen ist es wichtig, dass du dem Finanzamt nachweisen kannst, dass du insgesamt mit deiner Selbstständigkeit über die gesamte Lebensdauer deines Unternehmens Gewinne machen wirst. Und da reden wir von dieser Totalüberschussprognose. Und ganz wichtiger Hinweis, die Beweislast liegt wirklich bei dir. Das Finanzamt darf das in Frage stellen und du musst in der Lage sein, das Ganze zu beweisen, dass du über die gesamte Laufzeit deiner Selbstständigkeit Gewinne erzielen wirst. Grundsätzlich ist es so, dass Verluste vollkommen in Ordnung sind, gerade in der Gründungsphase oder auch in der Neuorientierungsphase, wo du was umstrukturierst, in wirtschaftlichen Abschwungsphasen, in Krisenzeiten wie zum Beispiel Corona, Kriegszeiten und so weiter. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung, dass du auch mal Verluste machst. Du musst aber tatsächlich dem Finanzamt vorrechnen, dass du über die gesamte Laufzeit deiner Selbstständigkeit, also beispielsweise in 10 Jahren Selbstständigkeit, 20 Jahren Selbstständigkeit, insgesamt Gewinne machst. Also wenn du in den ersten 3 Jahren 30.000 Euro an Verluste gesammelt hast, dann reicht es nicht, dass du über den Rest deiner Selbstständigkeit 30.000 Euro Gewinn machst, weil dann machst du insgesamt über deine gesamte Selbstständigkeit keinen Gewinn. Dann kommst du gerade auf eine schwarze Null. Und das reicht nicht, sondern du musst wirklich vorhaben, nachhaltig Gewinne zu erzielen. Und genau
genau das musst du vorrechnen. Das heißt, du brauchst eine Art Finanzplan, eine Kalkulation für die Zukunft. Und in dem Finanzplan berechnest du dann, wie die wirtschaftliche Entwicklung in Zukunft aussehen wird. Das heißt zum Beispiel die ersten 3 Jahre, ja, 30.000 Investment, aber in diesem Jahr werde ich eine schwarze Null haben, im nächsten Jahr dann 20.000 Euro Gewinn und dann 30.000 und dann 40.000 und so weiter. Und wenn diese Profitabilitätskurve irgendwann positiv in die Zukunft geht, dann ist das vollkommen in Ordnung, dass du auch heute im Hier und Jetzt noch Verluste generierst und dann kannst du die auch anrechnen. Das heißt, du solltest irgendeine Kalkulation und Berechnung für dein Geschäftsmodell erstellen und musst es dem Finanzamt schicken. Und da listest du idealerweise so einen Zeitverlauf auf, in welchen Jahren du welche Umsätze und Gewinne planst. Und da ist natürlich hilfreich, dass du auch zusätzlich Maßnahmen auflistest. Also was tust du ganz konkret, um deine Umsätze zu steigern? Wie funktioniert vielleicht dein Sales-Zyklus? Weil es gibt halt Projekte, da musst du sehr lange daran arbeiten, um am Ende ganz viel Geld zu verdienen. Ganz simples Beispiel, ich baue einen YouTube-Kanal auf und wirklich Geld verdiene ich erst ab einer Reichweite von, ich weiß es auch nicht, 200, 300, 400.000 Klicks pro Monat. Aber dafür muss ich vielleicht unter Umständen erstmal 3 Jahre lang täglich ein Video hochladen, um dann anschließend Gewinne zu machen. Und das Ganze kann ich ja erklären, warum in diesem Geschäftsmodell es relativ lange dauert, bis denn Geld kommt und dann kommt relativ zuverlässig ziemlich viel Geld. Das Ganze kann ich ja vorrechnen und das musst du auch machen. Das heißt, du musst dein Geschäftsmodell erklären, du musst erklären, wie sich die Umsätze entwickeln und dementsprechend auch die Gewinne. Und das Ganze musst du dem Finanzamt auch glaubhaft machen. Das heißt, du musst irgendwie erklären oder abschätzen, wie du denkst, dass deine Umsätze sich in Zukunft entwickeln, wie sich deine Kostenbasis entwickeln und daraus resultiert dein Gewinn. Wichtig, das Finanzamt interessiert vor allem der Gewinn am Ende, das heißt der Gewinn in deiner gesamten Selbstständigkeit. Und da solltest du alle Argumente liefern, die zeigen, wie du deine Umsätze steigern möchtest, wie du eventuell kosteneffizienter wirst. Weil zum Beispiel in einem Produktionsprozess, wenn du Produkte, physische Produkte erstellst, kann es ja sein, dass am Anfang die Produktionskosten pro Stück noch wahnsinnig hoch sind, weil du einfach wenig verkaufst und jetzt baust du Reichweite auf, du optimierst die Marketingkampagnen und so weiter. Und in 1-2 Jahren planst du denn so viel bestellen zu können, dass du für viel weniger Geld einkaufen kannst und dann wird das Ganze rentabel. Das heißt, du brauchst eine Art Mini-Business-Plan, um dem Finanzamt oder genauer gesagt dem Sachbearbeiter im Finanzamt davon zu überzeugen, dass du mit deiner Selbstständigkeit tatsächlich irgendwann Gewinne machen wirst. Denn die Skepsis vom Finanzamt ist durchaus angebracht. Der Staat möchte dich unterstützen, dabei Gewinne zu erzielen, weil der Staat hat Einnahmen, wenn du mit deiner Selbstständigkeit Gewinne machst. Und dann ist es für den Staat auch vollkommen in Ordnung, dich am Anfang deiner Selbstständigkeit erstmal zu subventionieren, indem er dir erlaubt, dass du Verluste verrechnest, Kosten ansetzen kannst und so weiter. Wenn er weiß, dass du insgesamt Gewinne machen wirst und insgesamt mehr Steuern zahlen wirst, als du an Steuergutschrift in deinen ersten Jahren haben wirst. Deswegen macht die Selbstständigkeit für den Staat auch nur Sinn, wenn du insgesamt Gewinne machen wirst. Bei dieser Totalüberschussprognose und diesem Businessplan gibt es keine Vorlage. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Im Zweifel kannst du tatsächlich auch beim Finanzamt nachfragen, wie du das nachweisen kannst. Ich würde dir dringend empfehlen, dass du eine Art Finanzplan erstellst, wo du wirklich darlegst, wie sich die Umsätze und Gewinne entwickeln. Ich würde auch die Kalkulation offenlegen, also wie kalkulierst du eigentlich deine Preise für deine Dienstleistung oder deine Produkte. Ich würde einmal auflisten, was du genau machst, um deine Umsätze zu steigern, also deine Marketingmaßnahmen. Gehst du auf irgendwelche Messen, Kongressen, nimmst du an Ausschreibungen teil und so weiter. Wie möchtest du Kunden akquirieren? Über eine Webseite, über irgendwelche anderen Werbemaßnahmen. Und interessant ist natürlich auch die Kostenseite, denn es geht hier ja um Gewinne und nicht nur um die Umsätze. Das heißt, wenn du darlegen kannst, wie du in Zukunft effizienter wirst, wie du mit weniger Kapitaleinsatz klarkommst und so weiter, sind das alles Dinge, die du einmal auflisten solltest, um das Finanzamt davon zu überzeugen, dass deine selbstständige Tätigkeit keine Liebhaberei ist. Übrigens an dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis. Im Steuergesetz steht, Selbstständigkeit ist eine Tätigkeit mit der Absicht, Gewinn zu erzielen. Das heißt, es geht wirklich in erster Linie um deine Planung. Wenn du eine Planung hast und das aufgrund von irgendwelchen Einflüssen nicht so aufgegangen ist, wie du es dir gewünscht hast. Du hast zum Beispiel eine Bar eröffnet und dann gab es Corona und dann ist kein Gast mehr gekommen oder es durfte kein Gast kommen. Dann ist das nachvollziehbar. Du hattest aber den Plan, Gewinne zu erzielen. Das heißt, es geht nicht darum, ob deine Selbstständigkeit am Ende wirklich erfolgreich war und ob du tatsächlich Gewinne erzielt hast, sondern es geht immer um deine Absicht, damit Gewinne zu erzielen. Das heißt, wenn du dich selbstständig machst und nach 3 Jahren merkst, shit, ja, bis heute habe ich nur Verluste gemacht und ich glaube selber auch ehrlicherweise nicht mehr wirklich daran, dass es in Zukunft irgendwann mal besser laufen wird. Das heißt, meine gesamte Selbstständigkeit wird einfach niemals einen Gewinn erwirtschaften, sondern wird immer ein Verlustgeschäft bleiben, dann kannst du auch deine Selbstständigkeit beenden. In dieser Situation musst du keine Angst haben, dass du eine Steuernachzahlung bekommst, weil du jetzt rückwirkend irgendwelche Verluste nicht mehr geltend machen kannst. Es geht bei Selbstständigkeit wirklich um die Absicht, Gewinn zu erzielen und es ist immer absolut legitim, dass bestimmte
Maßnahmen, strategische Überlegungen einfach nicht funktioniert haben. Ich meine, das ist das unternehmerische Risiko. Aber das Finanzamt bestraft dich nicht nochmal on top. Wichtig ist immer nur, dass du dem Finanzamt darlegen kannst, dass du wirklich die Absicht hast, Gewinne zu erzielen. Das Finanzamt kann von dir nicht fordern, wirklich mit 100%iger Sicherheit auch tatsächlich Gewinne zu machen. Diese Sicherheit, die gibt es einfach in der Selbstständigkeit nicht. Und darum geht es tatsächlich auch gar nicht. Zum Abschluss dieses Videos noch ein ganz wichtiger Hinweis, denn das wird in der Praxis relativ häufig verwechselt. Liebhaberei bezieht sich nur auf die Einkommensteuer. Das ist eine Regelung aus dem Einkommensteuergesetz. Die Umsatzsteuer, die wird tatsächlich vollkommen anders berechnet. Denn bei der Umsatzsteuer geht es nicht um eine Gewinnerzielungsabsicht. Und deswegen kann es durchaus sein, dass du eine Tätigkeit hast, mit der du dauerhaft Verluste machst, die als Liebhaberei eingestuft wird. Du musst dich aber trotzdem mit der Umsatzsteuer beschäftigen. Denn bei der Umsatzsteuer geht es immer nur um die Absicht, Einnahmen zu generieren, also Umsätze zu generieren. Und natürlich ist es deutlich einfacher, Umsätze zu generieren, als tatsächlich auch Gewinne zu erzielen. Deswegen an dieser Stelle ganz wichtiger Hinweis, Liebhaberei bedeutet nicht, dass du nichts mehr mit Steuern zu tun hast. Liebhaberei bedeutet, du hast nichts mehr mit der Einkommensteuer zu tun. Die Umsatzsteuer musst du immer noch mal separat betrachten. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und du hast jetzt ein paar Anregungen, was du so in deine Totalüberschussprognose schreiben solltest und wie du auf den Vorwurf einer Liebhaberei reagieren kannst. Wenn du dazu noch ganz konkrete Fragen hast, dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video und ich helfe dir gerne weiter. Und wenn du selbstständig bist und gern kompetenten Begleiter und coole Tools für deine Selbstständigkeit hast, zum Beispiel für die Themen Steuern, Buchhaltung und so weiter, dann schau dir doch mal unsere Angebote an. Ich verlinke sie dir einfach einmal hier. Oder du schaust dir erstmal die weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.